Und damit herzlich willkommen zurück im Ödland. Ja, er speichert nicht so ab, wie ich das möchte, weil wir standen ja da hinten und wollten die Mission mit dem Marshall machen. Ich wollte ihn nicht erschießen. Dschungel, da ist auch Feuerwehr. Ich habe euch gerade das Leben gerettet, ihr Penner. Das war also der Dank dafür. Mutanten mit erschossen haben. Ja, wie gesagt, beim letzten Mal haben wir hier vorne irgendwo gestanden. Wir haben gesagt, gut, wir machen die Mission mit dem Marshall gleich. Wow. Wollen verschlitten. So, da bist du. Gerade zum Händler. Da ist er. Okay. Ich bin Garcia der Gesellige. Händler und Reisender. Pfeilbieter feiner Dinge. Lass mich wissen, wer hier vor mir steht. Vor dir steht Walker. Sollen wir wirklich so reden? Sollen wir wirklich so reden? Und genau an der Stelle, wo ich halt den letzten Part beendet habe, habe ich auch gesagt, speichern. Aber er hat so abgespeichert, dass wir da hinten wieder starten mussten. So. Müssen wir den jetzt mehr oder weniger befreien? Oder können wir da einfach reinlatschen? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Na gut, so geht's auf jeden Fall nicht. Ach nö. Komisch, dass der Overdrive aufgeladen ist. Das hat er aber gespeichert. Warum konnte er dann nicht auch gleichzeitig speichern, dass wir da hinten wieder starten? Ich habe überall gekämpft. An jeder Ecke. Okay.
Jetzt aber zur eigentlichen Mission weiter. Dass der, wenn man nachlädt, immer aufhört zu rennen. Das ist so zum Kotzen. Weil wenn du danach antippst, hier, sprinten, sprintet er sofort wieder. Auch während die Ladesequenz noch läuft. Also warum muss der überhaupt erstmal aufhören? So, und wie kommen wir jetzt darüber? Benutzen wir die Straße. Oh, das wäre es jetzt gewesen. Wenn wir wieder gestorben wären. Und wie gesagt. Ist das jetzt eine normale Stadt, wo wir so rein können? Oder nicht? Händler, Autoteile. Ja, wir haben geöffnet. Ja, schön. Wir sehen uns. Ja. Bevor wir reingehen, will ich hier mal hoch. Und Helikopterplatz. Bloß, es gibt hier noch Helis. Ranger Walker, Sie haben Post. Post? Willkommen beim Stanley Express Postdienst. Im Namen der Handelskoalition wieder aufgebaut und hergestellt. Köpfe einschlagen, 200 Mutanten zu freiballern. Ich suche nicht nach Arbeit, sondern nach John Marshall. Tja, zufälligerweise sucht er nach erfahrenen Kämpfern. Wir haben ein Mutantenproblem in Gunbarrel. Und es geht erst weiter, wenn das verdammt nochmal gelöst ist. Gut, wir werden sehen. Wo finde ich ihn? Er ist in der Blindgängerbar. Immer im Blindgänger. Nicht zu verfehlen. Alt, vernarbt, fies, Robobein, Roboauge, halb Mensch, halb Ersatzteillager. Bin unterwegs. Ach so, was auch immer dir dieser miese kleine Roboter andrehen will. Probier nicht das Schleimvogel, Chimichanga. Außer du willst dir die Seele aus dem Leib kotzen. Handelsstädte. Findest du viele Arten von Händler, bei denen du Waren kaufen und verkaufen kannst. Es gibt auch Leute, die dir Infos über bestimmte Orte geben können. Sehr schön. Perfekte Zeit, um nach Gunbarrel zurückzukommen, was Wir stehen im wahrsten Sinne bis zu den Knien in der Scheiße. Und ausgerechnet jetzt kommt ein Ranger vorbei, nachdem sie uns jahrelang ignoriert haben. Wovon reden Sie da? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Sam Wilco und führe die Gunbarrel-Miliz, damit es Marshall nicht tun muss. Ich will sicher nicht meckern, wenn die großen Ranger beschlossen haben, sich nun endlich doch die Hände schmutzig zu machen. Es gibt da ein Problem nördlich von hier. Die Yeoman-Farm wurde überfallen. Und das ist gar nicht gut, weil wir ziemlich viele Nahrungsmittel von dort beziehen. Meine Leute werden alle hier gebraucht, falls die Mutanten wiederkommen. Würden Sie sich der Sache annehmen? Naja, wenn Sie mich so freundlich bitten. Naja, wenn Sie mich so freundlich bitten. Straßen nach Süden ist gefährlich. Es wird immer schlimmer. Lange Zeit war Lost Prospect für Banditen ein Zufluchtsort, aber ihr Lager werden immer größer und ausgetüffelter. Sie haben einen Komplex errichtet, der Aussicht auf die Straße darunter bietet und auch die Straßen nach Windland abdeckt. Überall haben sie Metallplatten verarbeitet. Das sieht nach was Dauerhaftem aus. Ich muss mir einen neuen Weg in den Süden suchen. Yo. Händler allgemein. Händler kaufen und verkaufen diverse Gegenstände. Gängige Gegenstände, manchmal aber auch selten Upgrades. Hallöchen. Hereinspaziert, hier wartet das Angebot deines Lebens. Oh. Sei bloß nicht schüchtern. Hab dich hier noch nie gesehen. Ich bin Punchy.
Hast vielleicht von mir gehört. Ich habe alles, was du brauchst, um Waffenkern. Es ist schade, mit Leuten aus Vineland zu handeln. Du weißt, dass ich aus Vineland komme? Okay. Aha. Erkennt man an deiner Kluft. So eine Uniform tragen nur Ranger. Du gehörst zu Prowley. Und das bedeutet, dass wir handeln können. Gut, dann zeig mal, was du so hast. Zeigen dir, wie du Gesundheitsversionen aus Komponenten, die du auf den Reisen findest, herstellen, verbessern kannst. Bis ah, bald. Moment. Moment. Hallöchen, willkommen zurück bei Verkaufen. So. Was haben wir hier? Mechanische Komponenten. Schrott. Schrott mag ein Schatz des Ödlands sein, aber es besitzt keinen anderen Zweck, als mit Gewinn an einem Händler verkauft zu werden. Sehr gut. Wird mit einem Komponenten verwendet. Granate. Kein Ranger würde ohne Splitter an den Outland ziehen. Gut. Gesundheitsfusion. Ja. Windstick. Alles klar. Wir sehen uns. Mehr habe ich im Moment nicht zu verkaufen. Ranger? Ja. Wie steht's? Hey, Ranger. Hey. Schlechte Neuigkeiten. Die Handelswege nach Laguni wurden mit riesigen Straßensperren blockiert. Anscheinend wollen die Riverhawks und die Goon Squad den Handel mit der Secretomarsch verhindern. Es muss was getan werden, bevor die gesamte Handelstriade zerfällt. Ja, bin dabei. Ich kenne diesen Blick. Ich hab's in deinem Blick gesehen. Du hast Leute verloren. Du hast schlimme Sachen erlebt. Ich auch. Ich hab mein ganzes Scabber-Team verloren. Alle weg, einfach so. Jetzt sauf ich meinen Kummer weg. Hab zu viel Schiss, was zu unternehmen. Was ist mit deinem Team passiert? Wir haben nach Schrott gesucht. Sind auf ein echt vielversprechendes Schrottfeld nicht weit südlich von hier gestoßen. Haben leider keine Späher geschickt. Scheißgier. Also sind wir runter. Sind aber nicht weit gekommen, da war der Riese schon da. Nach ein paar Sekunden war das halbe Team tot. Zerquetscht wie die Fliegen. Ahnung, wie ich es lebend rausgeschafft habe. Der Riese. Die Scouts nennen ihn Luck die Nuss. Fetter, fieser Mutantenfreak. Hätte ich deine Ausrüstung, würde ich umdrehen und ihn umnieten. Hab ich aber nicht. Luck ist tot. Ich dachte, du solltest es wissen. Tot? Ich kann's nicht glauben. Ich habe leider nichts anzubieten, außer meinen Dank. Ja, und dein Körper. Ich meine ja nur so. Haben wir dann aus Versehen ihre Mission schon erledigt gehabt. Bist du? Auch neu hier? Ein Spargelchen. Dann schau dir mal einen Mann an, der alles verloren hat. Ich hatte mal richtig Kohle. Einen Handelsposten draußen im Ödland. Lief wie am Schnürchen. Hat meine Familie ernährt. Aber dann kam irgendwann die Goon Squad und hat alles genommen. Hat meine Familie vor meinen Augen getötet. Und ich hab keinen Mucks gemacht. Ich bin gerannt. Wie ein dreckiger Feigling bin ich gerannt. Hab in letzter Zeit einiges über diese Goons gehört. Die haben ganz klein angefangen. Nichts Beunruhigendes. Aber jetzt sind sie überall. Mit dicken Kanonen und jeder Menge Nachschub. Und sie kennen keine Gnade. Die rekrutieren super aggressiv. Verleiben sich kleine Gruppen ein. Da heißt es mitmachen oder sterben. Da wird nicht lange gefackelt.
Du siehst wie einer dieser alten Ranger aus. Es wäre eine Genugtuung, wenn diese Goon-Schweine kriegen würden, was sie verdienen. Mein alter Handelsposten ist unter einer eingekrachten Brücke. Ich vermisse ihn. Mit jeder Faser meines Körpers. Mein alter Handelsposten ist unter einer eingekrachten Brücke. Ich vermisse ihn. Mit jeder Faser meines Körpers. Muss los. Guck mal, Patsy. Gesindel mit Kanonen. Könnte unser Glückstag sein. Hallo, ich bin Rory Success, der berühmte Handelsbaron. Ich bin von Wellspring hergekommen, um Leute für eine gefährliche Mission gegen die Goon Squad anzuheuern. Moment, du gehörst aber nicht zur Goon Squad, oder? Ich gehöre ganz bestimmt nicht zur Goon Squad. Magst du die Goon Squad? Natürlich nicht. Was für ein Schandfleck für die Erde. Sie haben es tatsächlich gewagt, Gas Catrass zu übernehmen. Meine Gasraffinerie in den Südhügeln, um Nitro für ihre Kampffahrzeuge herzustellen. Das Nitro gehört mir. Ich weiß, es wäre Selbstmord, sie anzugreifen, aber ich zahle gut, damit du ihnen eine Lektion erteilst. Rory Success lässt sich nicht beklauen. Wie sieht's aus? Eigentlich schlachte ich die Goon Squad gratis ab. Löblich, aber ein schlechtes Geschäft. Den Rauch kannst du von hier aus sehen. Sehr gut. Klatsch dem netten Ranger Applaus, Patsy. Ich muss jetzt den Wiederaufbau planen. Wird eine Menge Arbeit. Entschuldige mich. Die Mission haben wir auch schon erledigt. Heute sind wir gut. Okay. Jetzt mal einmal rum. Ranger? Wie bist du für hier? Entschuldigung. Willkommen in der Blindgängerbar, Heimat des Schleimvogel Chimichangas und des besten Sumpffusels im Ödland. Lass die Sorgen draußen und komm hereingetanzt. Okay, dann tanzen wir mal rein. Kaktus-Check. Der kleine Blechroboter namens Cactus Jack ist weit wichtiger, als sein unscheinbares Äußeres vermuten lässt. In der Zeit vor Apophis waren die Jacks totemartige Artefakte. Heißt, sollten das nicht eher totenmartige heißen? Ich weiß es nicht. Die bei Feierlichkeiten und gemeinschaftliches Essen Anwendung fanden. Das Ritual begann mit der Bitte um eine Speise, die sich der Stammesangehörige wünschte. Diese konnte die Form kleiner gefüllter Muscheln haben oder sogar zylinderartige Röhren. Serviert wurde alles dampfend heiß und frei von Läusen, Maden oder Krankheitserregern. So unvorstellbar sich das auch noch anhört. Cactus Jack stand für mehr als nur Essen. Er stand für die gesammelte Hoffnung und die Träume einer ganzen Nation. Als die Leute sich versteckten, nahmen viele ihren Cactus Jack mit. Er war für sie wichtiger als so manch anderes Ding. Es sind nur noch wenige übrig, aber wo sie stehen, folgt die Entschlossenheit. Oh, Mann. Hey, Ritzer! Lass uns kurz schnacken, bevor du reingehst. Sieht gut aus, sieht verdammt gut aus. Du bist neu. Das hier ist der Blindgänger, die beste Kneipe in Gun Barrel. Viele Leute, wilde Meute. Marshall verlässt sich darauf, dass ich sie in Schach halte. Bin Saul. Saul TV. Keine Sorge, ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Zu deinem Glück. Aber du scheinst auf Action zu stehen. Du solltest dir die Mutant Bash Arena im Norden ansehen. Was für eine Show. Großartige Show. Du wirst den Bash lieben. Schon mal Mutantenköpfe eingeschlagen? Desdemonia Cold ist die Lady, die du sehen willst. Schon mal Mutantenköpfe eingeschlagen? Desdemonia... Adios.
Pass auf die gottverdammten Mutanten auf, Kumpel! Hinterhältige Biester sind das! Yep. Ich war bei den Mountain Lords. Mann, was die alles hatten in ihrem riesigen Unterschlupf. Der Hammer! Das Zeug, das sie da gehortet haben. Oh, so viel Ausrüstung und Waffen und Zeug eben. Aber das war, bevor sich die Mountain Lords der Goon Squad angeschlossen haben und abgehauen sind. Nur mich haben sie zurückgelassen, haben mich gleich verzogen, nie zurückgeblickt, hab das ganze Zeug, all die Waffen einfach dort liegen lassen. Ist garantiert noch dort. Einfach liegen lassen, sagst du? Komm, ich geb dir einen aus. Okay, das sag ich nicht nein. Und jetzt kannst du uns sagen, wo die ist. Hast du schon das große Schlachthaus gefunden? Mutanten umgenietet? Hast du schon das große Schlachthaus gefunden? Bin dann weg. Bin dann weg. So 3 Jahre später. Ich sag dir, das ist Unsinn, Kulo. Na komm, nur ein kleines Schlückchen, Marsch. Nope, keine Info, nichts zum Saufen. Ganz einfach. Das stimmt aber, Marsch. Vreeland wurde zerstört. Na klar. Weggebombt von superüblen Tech-Mutanten. Das glaub ich nicht, Gulo. Du willst doch nur was zum Saufen. Vineland ist futsch. Siehst du? Ich hatte recht. Trink nicht alles auf einmal. Ein Ranger, was? Sowas habe ich hier schon lange nicht mehr gesehen. John Marshall, legendärer Widerständler, Kriegsheld. Wir wuchsen mit Geschichten über ihn auf. Ich hätte allerdings jemand erwartet, der beeindruckender ist. Das ist unmöglich. Vinelands Verteidigung ist unüberwindbar. Das dachten alle. Wir waren nicht bereit für sie. Nicht bereit für die Obrigkeit. Sie ist also zurück. Dann bist du wegen Projekt Dagger gekommen. Das Problem ist, dass wir hier ebenfalls belagert werden. Mutanten. Sie verstopfen unsere Stromturbine in der Kanalisation. Da müsste sich mal jemand drum kümmern. Wenn es für Dagger ist, zeig mir, was ich töten soll und wo. Du bist schnell von Begriff. Ich habe wirklich jeden Auftragskiller runtergeschickt. Sind alle draufgegangen. Es wird schnell gehen. Betritt die Kanalisation. Du solltest dich auf dem Markt etwas eindecken, bevor du dich in diese Kanalisation wagst, Ranger. Schalt den Strom wieder ein, dann kannst du mit Dagger weitergehen. Marshall schickt dich? Du bist schon der Dritte diese Woche. Hoffentlich hast du mehr drauf. So, und wie es in der Kanalisation ist, erfahren wir in der nächsten Folge. Ja, scheiß Cliffhanger, ich weiß, aber muss auch mal sein. Ich bedanke mich für euer Zusehen und für alle bisherigen Likes und Kommentare, die da hoffentlich gekommen sind. Wünsche euch alles Gute und sage wie immer Arrivederci, winke, winke und goodbye, euer, dein Aiden Croft.